meine Fuzzi-Bärchens und ping erstmal. Ah. So, mal wieder ein Review. Das erste Review, was ich auch tatsächlich... Da fliegt der Kronkorken weg. Das erste Review, was ich tatsächlich 2020 aufnehme. Wir starten in ein neues Jahrzehnt. Und heute geben wir uns mal die Musik von, ich habe es hier stehen, genau, You Guitar Prayer. Ja, und deren Album, muss ich mal eben kurz ablesen, Art Won't Tear Us Apart. Eigentlich muss ich das sofort auswendig kennen, weil Art Won't Tear Us Apart ist, glaube ich, so ein bisschen angelehnt an Love Will Tear Us Apart von Joy Division. Bin ich ja auch ein großer Fan. Und da hören wir heute mal rein. Vorab sei gesagt, das ist gar nicht so eine alte Band. Also weiß nicht, wie alte Mitglieder sind, aber die gibt es noch gar nicht so lange. Seit 2016. Und Art Won't Tear Us Apart ist deren Debütalbum. Das ist auf Krachladen Records jetzt letztens herausgekommen, erschienen auf Vinyl, auf Schwarz und Weiß. Ich habe die Schwarze bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Finde ich sehr großartig. Finde das ja immer geil, neue Musik zu bekommen. Auch wenn ich mich nach wie vor frage, warum die Leute meine Meinung zur Musik hören wollen. Aber sei es drum. Die Jungs sind, es ist ein Trio. Habe ich, weiß nicht, ob ich erwähnt habe, ist ein Trio. Kommt aus Köln, Koblenz und Krefeld. Das macht das Proben ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, so aus drei Städten zusammen. Und die selber bezeichnen das Ganze als Psychedelic Neokraut Noise Rock. Ja. Sind wir sehr gespannt. Und jetzt hören wir mal eben kurz rein. Ne? Ich lege die Platte mal kurz auf. So, da geht's auch direkt los hier. Schön, ne? Ja, ihr hört's schon, ne? Ist schwelende Gitarren und ich muss dazu sagen, ich habe diesmal Sakrileg sozusagen begangen für dieses Format. Ich habe vorher tatsächlich reingehört. Ich habe vorher tatsächlich reingehört, um mal zu gucken, was das so ist, weil ich dachte mir, da muss man sich vielleicht mal ein bisschen mehr drauf vorbereiten als auf so 0815 Death Metal. Nicht böse gemeint, aber, ne? Und ich hatte recht. Da ist ganz viel so auch 80er Wave-Zeug drin. Ich denke da so an Chameleons und halt besagte Joy Division, gerade wenn man so auf den Gesang achtet. Das ist halt, ja. Ja, das erinnert mich an die 80er. Also gerade der Gesang erinnert mich stark an die 80er, was überhaupt nicht verwerflich ist. Großartige Bands. Und die haben halt immer diese Parts da drin. Hört ihr gerade? Wo die Gitarren sehr flächig werden und das Ganze ja so ein Landscape, so ein Landschaftstouch bekommt. Und dann brechen die wieder aus und dann ist einfach nur, ja, da ist dann der Noise Rock drin. Ne? Also sehr, sehr ja, noisig. Ja, ich kenne nur eine andere Art von Noise, Noise Core. Also damit hat das nichts zu tun. Das ist, ja, die haben halt ihre Ausbrecher, wo dann sehr viel Feedback ist, sehr viel mit Dissonanzen gearbeitet wird. Ja, da passt aber irgendwie. Irgendwie ist das sehr interessant. Ping. So, jetzt haben wir gerade wieder so eine ruhige Passage da am Laufen. Ne? Da wird das wieder flächig, viel Delay, viel Hall und Phaser oder so über die Gitarren gepackt einfach. Ich glaube, die haben auch große Effektboards. Keine Ahnung, habt ihr noch nicht live gesehen, aber ich denke mal, so ganz ohne, nur mit einer Tretmine kommt man da nicht aus. Zur Erklärung, Tretmine, das sind immer diese Pedals, wo man drauf tritt, um einen Gitarreneffekt zu machen. Ne? Für die es nicht kennen. ja, und das Ganze ist, ich würde jetzt normalerweise so Anspieltipp geben oder sowas, aber das ist wieder tatsächlich eine Platte, die man in einem durchhören muss. Weil da gibt es nichts, was so hervorragt. Das Ganze bildet irgendwie so ein Komplettwerk in dem Sinne. So, jetzt gerade Pause. Jetzt geht es dann gleich weiter. So, da haben wir wieder, ne, ganz viel mit Effekten. Und auf der A-Seite ziehen die das Tempo auch ganz schön an. Also da gibt es, was heißt anziehen? Da wird nicht geprügelt oder sowas. Aber, das geht schon ein bisschen mehr auf die Fresse und ein bisschen weiter nach vorne. Und wenn man sich jetzt die B-Seite anhört, das machen wir gleich mal, dann erlebt man eine kleine Überraschung. Weil jetzt sind wir so bei diesem 80er Rock, Neo-Kraut, wie auch immer, Krautrock, klar, ist da alles mit drin.
schön, auch wenn man so eine Band einfach nicht in so eine Genre-Schublade stecken kann. Ne? So aufgemacht, zack, reingeworfen, alles gut. So hier Metal, ja, es ist New Wave of British Heavy Metal Zeugs oder es ist Thrash Metal, Black Metal, Death Metal. Dass man das klar erkennt, das ist halt, man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Finde ich aber auch super, finde ich gut, dass es solche Bands gibt. Vor allen Dingen, dass es Labels gibt, hier in diesem Falle Krachladen Records, die sich einfach mal trauen, sowas rauszubringen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ja, Chartplatzierung wird damit schwer. Das sage ich auch. Nichtsdestotrotz ist das ja handwerklich gut gemacht. Und das wird seine Abnehmer finden. Also mich haben die auf jeden Fall überzeugt. Ich habe da ganz unverhofft einfach reingehört und dachte mir so, ja, geil, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Man will also diese Reise mit der Band einfach auch weitergehen. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Jetzt machen wir noch Ping und dann hören wir mal in die B-Seite rein, weil ich habe ja eben gesagt, da gibt es eine Überraschung. Und die hören wir uns jetzt mal an. Erstmal Ping. So, ich habe jetzt bei der B-Seite einfach mal ganz unverhohlen den zweiten Track angemacht, damit man mal so ein bisschen mittig einsteigt, weil sich das Ganze jetzt in diese Sphären bewegt. Noch flächiger das Ganze, den Gesang relativ reduziert, sehr atmosphärisch, sehr, 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 sehr beruhigend, sehr schwelend. Und da kommt mir dann nicht mehr die Erinnerung an diese 80er-Bands, sondern dann denke ich an sowas wie Godspeed You Black Emperor. Weil da sind auch tatsächlich nur 3 Songs auf der B-Seite und die sind alle sehr lang. Und ja, das ist dann mehr so Godspeed You Black Emperor oder so ein, ja, diese Experimental-Indie-Rock-Sachen. Da habe ich jetzt nicht so viel von dem Plattenschrank, bin ich auch ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz finde ich sowas ja großartig. Kann ich mir sehr gut anhören. Und wie gesagt, wenn ihr auf so eine Reise gehen wollt, dann empfehle ich euch echt U-Guitar Prayer. Nicht U-Guitar Player, sondern Prayer hier, ne? Ja, mit ihrem aktuellen Album oder mit dem Debütalbum Art Won't Tear Us Apart. Sehr, sehr, sehr gut. Auf der einen Seite zum Abgehen und auf der anderen Seite zum Chillen. So mögen wir das. Dann sage ich mal Ping und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder bei dem nächsten Review, beim nächsten Durch die Nacht oder bei was auch immer. Ich sage, zu viel Internet ist ungesund, zu viel Musik allerdings niemals. Und in diesem Sinne mache ich nochmal Ping und dann geht's abschalten. Ne? Abschalten. Tschüss, abschalten.